Liebe Zuschauer, er kann es doch noch. Der DAX nach schwachem Start nun doch gehörig im Plus. Was ist da los? Wie kann sich das erklären? Denn es ist in dieser Woche eigentlich so viel los, dass alle Anleger mit einem verhaltenen Auftakt gerechnet haben. Warum die Kurse steigen, das erklärt Oswald Seicher von flatex. Schönen guten Tag, Oswald. Hallo, Antje. Oswald, heute Morgen noch verhaltener Start und dann ging es richtig gut los. DAX über 9,7. Eigentlich haben alle mit einem verhaltenen Start gerechnet, wenn man sagt, oh, es kommt Berichtsbesorgung, Auftakt, Baseball, China-Daten, kleiner Verfall. Und jetzt legt der DAX ordentlich zu. Woran liegt's? Nichts, was Sie davon aufgezählt haben, stimmt. Ich sage Ihnen, der Grund, warum der DAX heute gestiegen ist, ist einfach, die Pessimisten sind früher aufgestanden und dann sind das die Optimisten gekommen. Wenn wir uns gleich mal den Chart anschauen vom DAX, dann wird man auch sehen, was ich meine. Also, hier, wir haben heute Morgen gestartet in den Handel hinein, ungefähr bei 9.600, da wo wir am Freitag auch geendet haben. Dann ging sie erstmal runter, ungefähr 75 Punkte. Da dachte man schon, oje, oje, es geht wieder schlecht weiter. Und dann sind, wie gesagt, die Optimisten aufgestanden. Vielleicht gab es auch ein paar Abverkäufe heute Morgen, ein paar Gewinnmitnahmen oder einfach Trader mit schlechten Nerven. Und dann sind die Optimisten gekommen und dann ging es ja doch 200 Punkte nach oben, obwohl, wenn wir nachschauen, es gab keine Meldung heute Morgen. Also es kann eigentlich nichts gewesen sein. Das Einzige, was man positiv ins Rennen führen könnte, die Asiaten haben relativ positiv geendet, die asiatischen Märkte. Das gibt eigentlich dem deutschen Markt immer ein bisschen Schub und den Optimisten neue Nahrung. Aber wie gesagt, es gab kein fundamentales Ereignis, das uns da relativ in einem guten Muster 200 Punkte nach oben getrieben hätte. Und ich sage ja immer, bei den Daytradern ist ja auch wichtig, welches Muster wir haben. Und man sieht hier, es geht eigentlich gerade nach oben ohne eine Gegenbewegung. Und das ist für Trendfolger natürlich gut. Also die, die heute Morgen um 9 Uhr schon wach waren in der Long-Position, haben große Freude gehabt. Jetzt sind wir insgesamt positiv, 9.675. Ein bisschen höher sind wir sogar schon. Wir haben die 9.700 schon angekratzt heute. Das ist eigentlich ein guter Wochenstart. Aber den hatten wir auch letzte Woche. Ich bin überzeugt davon, wir werden diese Woche auch wieder sehr volatile Märkte haben. Aber es hat zumindest mal positiv begonnen, das ist schon mal ganz gut. Wie früh stehen denn die Optimisten in New York dann auf, wenn mal der Dow versucht, die 18.000er-Marke nun vielleicht doch endlich diese Woche, wir haben schon oft drüber gesprochen, zu knacken? Naja, das ist eine gute Frage. Wir wissen es nicht ganz genau. Das, was wir hier sehen, ist ein relativ identisches Verhaltensmuster, ähnlich wie beim DAX. Es waren beim DAX insgesamt 200 Punkte, beim Dow sind es ca. 150 Punkte. Ansonsten ist es ähnlich. Auch da, es gibt nichts, schon gar nichts, was die amerikanische Wirtschaft irgendwie beeinflusst hätte, denn dort ist ja noch Nacht. Also das sind einfach die internationalen Trader, die dort halt mitfahren. Vielleicht auch ein paar Flatex-Kunden, die also schon jetzt vorbörslich auf den Dow Jones gesetzt haben. Wir können es nicht genau sagen, wirklich fundamental. Auch da keine Parameter, die den Dow beflügelt hätten. Insgesamt ist er relativ stabil. Auch letzte Woche hatten wir im Dow einen guten Wochenauftakt. Und ich habe ja damals Johanna klar vorgerechnet, wenn wir dieses Tempo weitergehen, dann sind wir am Dienstag am Abend schon auf den 18.000 Punkten. Das musste ich dann mehrmals korrigieren. Am Ende haben wir es doch nicht geschafft. Sogar eigentlich ziemlich enttäuschend, wenn wir hier schauen. Am Freitag haben wir geschlossen bei 17.575. Also nicht wirklich toll. Ja, die Chance haben wir diese Woche wieder, dass wir die 18.000er Punkte schaffen. Wenn fundamental was dazukommt, was das Ganze anschiebt, dann tun wir uns leichter. Ansonsten auch da volatile Zeiten, also Tagesausschläge bis zu 200 Punkte, wird auch im Dow Jones ganz normal sein. Relativ wenig volatil ist es im Moment beim Euro. Der kommt einfach nicht über die 1,15 so hinaus. Enge Spanne seit längerem. Heute sagt man, könnte der schwächere Euro den Markt beflügeln. Und wir sehen ja auch seine Schwäche ganz deutlich abgebildet im frühen Handel. Sehen Sie es auch so, dass da heute ein bisschen was geht? Nein, sehe ich überhaupt nicht so. Also wenn man gerade vorher eben versucht hat, Argumente zu finden, warum der DAX heute nach oben geht und so stark nach oben geht, dann haben ein paar Kommentatoren gesagt, ja, das könnte am schwachen Euro liegen. Jetzt, wenn man diesen Chart anschaut, dann sieht man schon genau in der Zeit, wo der DAX gestiegen ist, ist der Euro gefallen. Da könnte man sagen, ja. Man muss aber auch mal hier ganz rechts auf die Tabelle schauen, also auf die Skala. Und dann sieht man, wir reden hier von 40 Pips. Und das ist wirklich nicht viel. Wir haben ja Tage, also ein normaler volatiler Tag bei den Währungen hat mindestens 100 Pips. Extreme Tage haben 200, aber 40 Pips ist gar nichts. Also dieser kleine Einbruch hier, gerade dass wir von den 1,14 etwas drunter sind auf 1,1390, das kann doch wohl nicht der Grund dafür sein, dass die Indizes so nach oben gehen. Und außerdem haben wir gesehen, der Dow Jones geht auch nach oben. Was aber heißt, wenn der Euro nach unten geht, dann geht der Dollar nach oben und das würde auf den Dow Jones drücken. Also das glaube ich nicht, dass das die Ursache ist. 40 Pips ist bei den Währungen nicht viel. Ich glaube, momentan täte man sich, wenn man wirklich auf Bewegung setzt, mit Index-Trading definitiv leichter als mit Forex-Trading. Denn das, wie gesagt, sind ganz kleine Bewegungen.
Also ganz kleine Bewegungen, die gibt es aber nicht bei VW. In der letzten Woche sind da viele Flatex-Kunden ausgestiegen. Die ärgern sich jetzt vielleicht. Andere ärgern sich, dass sie bei einem anderen Autohersteller keine Würstchen abbekommen haben. Liegt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt am Frust über die Boni in der Führungskräftenriege bei Volkswagen, aber heute ordentlich im Plus. War der Ausstieg auch bei Flatex-Kunden, auch bei anderen Anteilseignern und Investoren nicht ein bisschen früh bei VW? Naja, hinterher weiß man es immer besser. Wenn man uns den Chart anschaut, dann muss man schon sagen, es war im Prinzip richtig, dass man ausgestiegen ist. Denn hier sieht man nochmal, wir sind ja doch jetzt 2 Wochen massiv nach unten gegangen, waren an der Spitze, glaube ich, bei 118 und dann am Tief ganz knapp über 100. Da muss man einfach, wenn man ein Handelssystem und eine Strategie hat und vor allem ein Risikomanagement, da muss man konsequent sein und sagen, okay, es geht nach unten. Ich schaue mir das vielleicht maximal 10% oder in unserem Fall waren 6 Punkte an oder 6 Euro. Und dann muss ich konsequenterweise auch aus der Position rausgehen. Ich habe aber auch damals schon gesagt, wenn es wieder Signale gibt, die das Ganze positiv erscheinen lassen, kann man auch wieder reingehen. Also VW ist, wenn man das jetzt hier anschaut, die letzten 3 Monate, auch eine Trading-Aktie, wo man rein und rausgehen kann und immer mal wieder 10-15% mitnehmen kann. Aber man muss konsequenterweise rausgehen, weil man weiß es ja nicht, ob es weiter nach unten geht. Jetzt haben wir den 2. Tag in Folge eine grüne Kerze. Jahres ist gut, heute bei 105,5. Das ist in Ordnung. Ich würde trotzdem abwarten, ob wir vielleicht diesen gleitenden Durchschnitt, den man ganz gut als Indikator verwenden kann, ob wir den durchbrechen. Wenn ja, dann wäre es wieder ein Einstiegssignal. Da kann man auch wieder reingehen, wieder mitfahren, Stopp drunter setzen. Wenn er sich wieder dreht, dann wieder entsprechend raus aus der Position. Wenn wir das noch ein paar Mal machen in diesem Jahr, dann kann man auch Geld verdienen. Okay, Oswald, ganz vielen Dank. Dann reicht es auch wieder für die Würstchen. Ja, das wäre jetzt erstmal ein Blick auf die VW-Aktie, liebe Zuschauer. Wenn da sich wieder Trading-Gelegenheiten geben, einfach rein, raus und vielleicht 10% oder mehr mitnehmen. Der DAX, wer hätte das heute Morgen noch gedacht, auch ordentlich im Plus. Die 9.700 überwunden. Wie das weitergeht, natürlich börsentäglich auf deraktionär.tv.